Herzlich willkommen bei Martin Macht's. Ich bin der Martin und das ist mein Multifunktionstisch. Und der braucht heute eine Tür. Und zwar eine Tür für das Oberfräsentischmodul. Und warum diese Tür etwas Besonderes oder vielleicht sogar Einzigartiges ist, das erfährst du nach dem Intro. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit dem Intro und vor allem mit dem Video. Schön, dass du dran geblieben bist und du fragst dich jetzt natürlich, hey, was ist jetzt so besonders an so einer Schranktür? Dazu kommen wir später. Erstmal müssen wir uns die Schranktür nämlich auf die Maße bringen. Ich habe dazu hier so ein bisschen USB-Platte. Die werden wir dazu verwenden. Meine gute Bosch PTS-10 wird die Arbeit erledigen. Aber erstmal ausmessen, dann zurechtsägen und dann kommen wir zu der Besonderheit. Dann lasst uns mal gemeinsam checken, ob das hier halbwegs passt, was ich hier zusammengeschnitten habe. Ich bin schon total aufgeregt. Das passt nicht, weil ich mich mit irgendwas vermessen habe. Ja, sieht doch ganz doof aus. Wie komme ich auf sowas? So, ich kleines Trampeltier, habe es natürlich wieder mal geschafft. Ich habe mich wieder mal vermessen und deswegen stimmt jetzt meine Tür nicht. Aber ich habe schon die Lösung gefunden, Gott sei Dank. Also, ich habe ein Stück, es ist ein Stück zu wenig, wie man sieht. Da ist jetzt links und rechts ein bisschen was über. Ihr seht es. Ja, einfach mal Tür messen. Egal, kriegen wir trotzdem noch hin. Ich mache einfach hier noch einen Streifen OSB rein, hier einen Streifen OSB rein. Da sieht man es ja nicht mehr. Dann ist das so, als ob das schon immer so gewollt war. Aber bevor wir zu diesen Streifen kommen, wollen wir die Tür erstmal montieren. Und wenn ich die Tür jetzt montiere, dann kommen wir jetzt endlich zur Besonderheit, warum das eine besondere Tür ist und nicht so eine Tür ist wie jede andere. Zeige ich euch. So, kommen wir endlich zur Auflösung, warum das eine ganz, ganz, ganz besondere Schranktür ist. Und zwar verwenden wir keine Topfscharniere, wie man so sonst überall an jeder Stelle kennt, mit diesen schönen Hettich-Schablonen und hast du nicht gesehen. Wir verwenden auch kein Klavierband oder ähnliches, sondern wir verwenden von der Firma Sotec, gibt es auch von anderen Firmen, Aufschraubscharniere. Sieht dann so aus, so. Zum Aufschrauben halt. Also da muss man nichts mit einem Forstnerbohrer oder sowas. Die werden einfach aufgeschraubt auf die Tür und auf den Rahmen, auf die Seitenwand vom Schrank und lassen sich dann genauso so halt na, so knicken. Ich finde es vom Aufwand her ein Stückchen einfacher, weil man braucht keine Schablone, man muss sich da nur ein bisschen was anreißen und dann kann es auch schon losgehen. Die kosten 10 Stück, ich glaube so um die 18, 19, 20 Euro. Link packe ich euch auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung drin. Könnt ihr mal gucken, vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen von euch was. Ich finde vielleicht für die, wenn man besonders dünne Türen hat, wenn man zum Beispiel aus Multiplex oder sowas, wenn man solche Türen machen möchte, dann finde ich die, dafür hatte ich die eigentlich nämlich auch vorgesehen. Ich wollte ja eigentlich meine Regale, die mal hier standen, mit solchen Multiplex-Türen versehen und da wollte ich diese Aufschraubscharniere verwenden. Da das jetzt alles ein bisschen anders gekommen ist, habe ich noch diese Aufschraubscharniere und dann dachte ich mir, probiere es jetzt mal beim Multifunktionstisch. So, und die machen wir jetzt einfach mal dran und dann gucken wir mal, wie schön die funktionieren. Die Scharniere gibt es in verschiedenen Größen. Meine sind, glaube ich, 77 mal irgendwas und da macht es sich am besten, wenn man hier sich erstmal so eine Hilfslinie zieht und zwar von ca. 16 mm. Das wird dann im Prinzip die Grundlinie für die Scharniere. Soll heißen, dass diese Scharniere im Endeffekt so dann direkt an diese Grundlinie einfach verschraubt werden. So habe ich das zumindest der Bedienungsanleitung entnommen. Ich hoffe mal, das ist auch so einfach.
Und schon können wir unsere Türe hier dran montieren. Montieren. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt hier noch so einen Fensterklotz, damit die Tür nicht unten aufsitzt, sondern ein Stück Abstand hat. Sonst schleift sie beim Auf- und Zumachen. Wäre jetzt nicht so prickelnd. So, ich zeige euch dann noch schnell ein Detailbild, wo dann das Scharnier hier drin dran geschraubt werden muss. Das würde nur jetzt hier nicht funktionieren. Zwecks Kameraeinstellung. Kennt ihr das, wenn die Schraube nicht da vorne hält? Kennt ihr das? Ich hasse es! So. Wir probieren es einfach nochmal. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt oben noch eine Schraube zum Fixieren und dann gucken wir erstmal, ob das überhaupt auf und zu geht. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Na, wer sagt's denn? Sieht doch gut aus, oder? Müssen wir die Streifen hier noch reinsetzen und dann sieht das richtig schicki aus. Mir gefällt's. Und das ist immer die Hauptsache. Hauptsache, es gefällt einem selber. So, jetzt schnell hier festschrauben. Akku leer! Gut, dass ich zudem immer einen Ersatzakku habe. Funktioniert doch super, oder? So, jetzt heißt es hier ausmessen, was wir hier noch für eine USB-Platte einarbeiten müssen, einpassen müssen. Hätte ich mal am Anfang ordentlich gemessen. Fünf Zentimeter. Und 3,5. 5 und 3,5 und das sägen wir uns schnell zurecht. Testen wir das einfach mal. Hier sollte der schmale Streifen rein, das sieht gut aus. Und hier der breite Streifen rein, das sieht auch gut aus. Ich schlage vor, wir leimen das einfach, oder? Ja, klar, los, komm. Leim geht schnell, hier muss nichts geschraubt werden und nichts. Wir leimen. Schön mit zwei Schraubzwingen fixieren, gut ist. Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Und das war Nummer 2. Wisst ihr, was uns jetzt noch fehlt? Ein Griff fehlt uns noch. Ich habe da eine Idee. So, Türgriff, was machen wir? Türgriff, ich habe mir mal irgendwas, ein Loch irgendwo mit einem Kreisschneider reingeschnitten und habe mir das aufgehoben, hier dieses Benüpsel, was dann dabei rauskommt. Und das nehme ich jetzt einfach so als Knauf, weil reicht mir, ich brauche nur irgendwas so zum Anfassen. Ne? Eine Schraube mit einer Unterlegscheibe, weil ohne Unterlegscheibe würde die Schraube hier durch das Loch durchrutschen, weil der Kreisschneider leider so einen dicken, fetten Zentrierbohrer hat. Da könnte ich die Schraube so durchstecken. Deswegen einfach eine Unterlegscheibe. Hier durch, dann kann ich das so festschrauben und sieht dann hier so aus. Reicht für mich als Griff. Machen wir jetzt. Suchen wir uns eine schicke Stelle raus. Werden wir einfach mal ein Stück hier vorbohren. Das kommt jetzt nicht so genau drauf an. Und dann heißt es auch schon festschrauben.
von diesem Judenstückle. Und schon haben wir einen 1er-Griff. Reicht für mich völlig aus. Was sagt ihr? Ja, das ist auch zu. Das klebt jetzt noch. Klebt, vor allen Dingen, das klebt. Das leimt jetzt noch fest und dann ist die Tür eigentlich fertig. Aber wisst ihr, was wir gleich mal machen können? Ich habe hier so ein Handy-Dezibel-Messer. Ich möchte einfach mal wissen, bringt das was? Hat das jetzt schon was gebracht, dass hier nur so eine Tür dran ist und wird dadurch die Fräse leiser? Testen wir jetzt. Ich denke mal, die App, die hat eindrucksvoll gezeigt, was allein so eine Tür bringen kann. Irgendwann werde ich dieses ganze Gehäuse da unten auch dämmen, aber das mache ich dann erst, wenn die Einschalt-Zuschaltautomatik von der Absaugung dran ist, weil die kommt ja da auch noch ran. Wir müssen auch noch da uns um die Absaugung nochmal kümmern, die muss noch fertig gemacht werden. Und im letzten Video, als ich die Absaugung dann noch ein bisschen gepimpt habe, habe ich ja gesagt, Achtung, da ist noch was von Sotec. Fortsetzung folgt. Das müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Und wir müssen die Bosch PTS-10 noch entstauben. Die ist nämlich noch komplett jungfräulich, was die Entstaubung betrifft. Das machen wir alles noch. Sommerpause ist ja jetzt vorbei. Jetzt geben wir wieder richtig Vollgas. Okay, wir nähern uns langsam dem Vollgaszustand etwas an. Und also wir haben noch rund um diesen Multifunktionstisch haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Und ich freue mich schon wieder wahnsinnig auf eure Kommentare. Ja, ihr dürft diesmal lachen, warum ich mich einfach mal so vermessen habe. Nein, vermessen habe ich mich ja nicht. Ich habe einfach falsch gemessen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich mich vermessen habe, irgendwo abgerutscht bin, sondern ich habe richtig aktiv falsch gemessen. Ja, lieber zweimal messen. Aber hat auch gezeigt, mit Holz kann man eigentlich alles wieder irgendwo retuschieren und wieder schicki machen und sieht kein Mensch. So, Aufschraubscharnier. Von Sotec, wie gesagt, 10 Stück. Jetzt auch von anderen Firmen hätte ich und wie sie alle heißen. Aber ich fand von Sotec, der Preis, der war ganz passig. 10 Stück unter 20 Euro. Das ist für mich okay. Das heißt 4 Euro pro Tür, wenn man es mal so rechnet. Ne? Das passt und die sind recht einfach zu verarbeiten. Einmal da die Linie angerissen, aufgeschraubt, drangehalten, angeschraubt. Fertig ist der Lack. Ich gebe euch jetzt noch ein paar Detailaufnahmen von den Scharnieren, wie sie jetzt drangeschraubt sind. Wundert euch nicht, ich habe natürlich die falschen Schrauben. Ich habe Senkkopfschrauben genommen, weil ich keine Tellerkopfschrauben da hatte und ich jetzt endlich diese Tür dran haben wollte. Vielleicht tausche ich das nochmal aus, aber auf der anderen Seite, hey, es ist eine optische Geschichte. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Aufschraubscharnier für alle eine Alternative, die mit dünnen Materialien arbeiten oder die eben halt nicht mit Schablonen arbeiten möchten für diese Topfscharniere. Oder für die das auch einfach zu aufwendig ist, weil das geht wirklich, fand ich jetzt total prickelnd. Guckt unten in die Videobeschreibung rein, da gibt es noch ein paar andere Größen von diesen Aufschraubscharnieren, noch ein paar andere Varianten. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was. Das soll es schon wieder gewesen sein vorab von diesem Video vom Multifunktionstisch. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Wer das alles nicht verpassen möchte, der macht am besten hier ein Abo da unten. Ich habe so lange kein YouTube-Video mehr gemacht, ich weiß nicht mal mehr, wo jetzt... Ich glaube, der ist da, oder? Da? Da? Nein, oben ist er nicht. Unten Abo-Button suchen, dann nehmen wir so eine Glocke und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr automatisch eine Benachrichtigung, wenn ich das nächste Video hochlade. Also, Abo plus Glocke macht Bim Bim. In diesem Sinn, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine geile Woche und bis zum nächsten Video. Tschüssikowski, Winke, Winke und macht's gut, sagt euer Martin von Martin Macht's. Ciao.